Abschnitt 9.3. Russell räumt auf. Rotter und Russell sollte Freges Werk in Freges Sinn weiterführen. Auch Russell hatte sich zum Ziel gesetzt, die Mathematik auf der Logik zu begründen und die Logik durch formale Kalküle zu mathematisieren. Russell entstammte einer britischen Aristokratenfamilie. Sein Großvater war zweimal Premierminister gewesen. Der kleine Bertie selbst wuchs als Vollweise auf bei seiner streng religiösen Großmutter. Er wurde privat unterrichtet. Dann studierte er Mathematik in Cambridge. Lange plagten ihn Ängste vor einer erblichen Geisteskrankheit. Es hatte genug solche Fälle in seiner Familie gegeben. Die Rettung vor Selbstmordgedanken fand der junge Mann in den Gewissheiten der Mathematik. Doch um 1902 herum entdeckte Bertrand Russell ein Paradox, das eben diese Gewissheiten in Frage stellte, und zwar ausgerechnet in der Mengenlehre, auf der alle mathematischen Theorien beruhen. Was hatte Bertrand Russell entdeckt? Eine logische Inkonsistenz im Gebrauch des Mengenbegriffs. Es schien seinerzeit selbstverständlich, dass jede Eigenschaft, glücklich sein oder Primzahl sein oder Katze sein, die Menge der Elemente mit dieser Eigenschaft entspricht. Nun hindert einen anscheinend nichts, die Eigenschaft x ist Element von x zu betrachten. Diese Eigenschaft einer Menge, Element von sich selbst zu sein, die kann zutreffen oder auch nicht. Also Beispiele, die Menge x aller Katzen, das ist keine Katze, damit nicht Element von x. Die Menge x von allem, was keine Katze ist, ist auch keine Katze und damit Element von x, also von sich selbst. Die Menge x aller Begriffe ist ein Begriff, also Element von x. X enthält sich selbst. Dasselbe gilt von der Menge x aller Mengen. Sie enthält sich selbst. Also so weit, so gut. Aber wie steht's mit der Menge x aller Mengen, die sich nicht selbst enthalten? Wenn x sich nicht selbst enthält, dann gehört ja x zu dieser Menge. Enthält sich also selbst. Aber wenn x sich selbst enthält, dann gehört x nicht zu dieser Menge. Enthält sich also doch nicht. Also das ist ein Widerspruch. Hier eine Seite übrigens aus dem höchst empfehlenswerten Logik-Comics von Doxiadis und Papadimitriou, die den Moment festhält. Als Russell auf sein berühmtes Paradox stieß. Sehr empfehlenswertes Buch. Russell erfand dafür ein schönes Gleichnis. Also nehmen wir an, der Barbier eines Dorfes wird beschrieben als jener Mann, der alle Männer rasiert, die sich nicht selbst rasieren. Rasiert er nun sich selbst oder nicht? Also die Wirkung von Russells Paradox, die war gewaltig und lang anhaltend. 10 Jahre später schrieb der österreichische Schriftsteller Robert Musil, der sich nicht wenig auf seine mathematischen Kenntnisse zugute hielt. Ich zitiere, plötzlich kamen die Mathematiker, jene, die ganz innen herumgrübelten, darauf, dass etwas in den Grundlagen der ganzen Sache absolut nicht in Ordnung zu bringen sei. Tatsächlich, sie sahen zuunterst nach und fanden, dass das ganze Gebäude der Mathematik in der Luft stehe. Und Musil fügte, auch das soll nicht unerwähnt bleiben, hinzu, ich zitiere, diesen intellektuellen Skandal trägt der Mathematiker in vorbildlicher Weise, das heißt mit Zuversicht und Stolz auf die verteufelte Gefährlichkeit seines Verstandes.
Diese Zuversicht, die war nicht unbegründet. In der Tat, als Musil dies schrieb, also im Jahr 1913, da waren die Grundlagen der ganzen Sache bereits wieder in Ordnung. Die Überwindung des Paradoxes erfolgte durch Bertrand Russell selbst, gemeinsam mit dem Mathematiker Alfred North Whitehead entwickelte Russell eine sogenannte Typentheorie, die die gefährliche Selbstbezüglichkeit von Mengen, die sich selbst enthalten, vermied. Laut der neuen Regel konnten jetzt Mengen nur Mengen von niedrigerem Typ enthalten. Russell und Whitehead führten das in ihrem monumentalen dreibändigen Werk der Principia Mathematica in allen Einzelheiten aus. Das Manuskript umfasste mehr als 5000 Seiten. Die Autoren mussten es auf einem Schubkarren zum Verleger führen und sie mussten ihm außerdem 100 britische Pfund als Druckkostenbeitrag zahlen. Parallel zur Typentheorie hatte Ernst Zermelo, ein Schüler von David Hilbert, eine Axiomatik der Mengenlehre entwickelt, die ebenfalls das Russellsche Paradox vermied. Zermelo hatte übrigens dieses Paradox schon vor Russell entdeckt, aber damals nicht an die große Glocke gehängt. Es wurde Zermelo zwar weit weniger berühmt als Bertrand Russell, aber seine Axiome, die dann durch Frenkel etwas verbessert wurden, die sollten sich als viel praktischer erweisen als die Typentheorie. Sie gelten heute als die gängige Grundlage der Mathematik. Wir wollen diese Axiome nicht näher studieren. Sie sind nicht besonders philosophisch. Für uns bedeutsam ist vielmehr dreierlei. Also erstens, dass eine heilige Scheu vor allzu großen Mengen die Mathematik erfasste. Die Menge aller Mengen oder auch nur die Menge aller Mächtigkeiten werden als Tabu angesehen, denn sie führen geradewegs zu logischen Widersprüchen. Zweitens gilt heute die hehre Absicht, die Mathematik auf die Logik zurückzuführen, als weitgehend überholt. Und das, obwohl Russell davon überzeugt war, sie verwirklicht zu haben. Die Mathematik ist eine Familie von logischen Kalkülen, das wohl. Aber so etwas wie seine Typentheorie von Russell oder wie das Unendlichkeitsaxiom bei Zermelo-Frenkel, es gibt unendlich viele Mengen, unendliche Mengen, das ist kaum als logisch zwingende Behauptung anzusehen. Diese Zermelo-Frenkel-Axiome, die bewähren sich bis zum heutigen Tag als die Grundlage der mathematischen Theorien. Aber wie Sie sehen, es bedarf eines nicht unerheblichen Mathematikstudiums, um sie auch nur zu begreifen. In der Logik sollte aber kein Platz für komplizierte Spitzfindigkeiten sein. Schließlich stellte man sich die Logik seit Aristoteles als etwas Einfaches, viel Grundlegenderes vor. So grundlegend, dass viele Scholastiker in die größten Gewissensnöte gekommen sind über die Frage, ob Gott sich über die Gesetze der Logik hinwegsetzen könnte oder nicht. Niemand konnte das schöner ausdrücken als Ludwig Wittgenstein. Die Lösungen der logischen Probleme müssen einfach sein, denn sie setzen den Standard der Einfachheit. Ein Gebiet, in dem der Satz gilt, simplex sigillum veri. Weiter, die Sätze der Logik sagen also nichts. Darum kann es in der Logik auch nie Überraschungen geben. Drittens übrigens und letztens, das logische Paradox, dass die Grundlage für den ganzen Bau der Mathematik in Frage zu stellen schien. Dieses Paradox wäre innerhalb von 10 Jahren überwunden worden. Ein alles verschlingender Katarakt hatte sich nicht aufgetan. Das war nur eine kleine Stromschnelle gewesen. Die meisten Brot- und Butter-Mathematiker hatten überhaupt nichts bemerkt. Aber unter jenen, die, wie Musil schrieb, im Innersten herumgrübelten, unter denen blieb eine gewisse Verunsicherung bestehen.